Moin Mama, ich bin wieder zu Hause. Hast du nicht noch Schule? Habe ich dir schon mal gesagt, wie schön ich dich finde. Ja, und du siehst so jung aus. Trotz dem ganzen Stress, den du hast, siehst du keinen Tag älter aus als 25. Was hast du gemacht? Na okay, hilft ja alles nichts. Also Herr Müller möchte mit dir sprechen. Schon wieder. Was hast du? Naja, wir sollten ja heute ein Diktat schreiben. Ja. Ja, und er hat halt so schnell vorgelesen. Also habe ich ihn gebeten, das langsamer vorzulesen, damit ich halt mitkomme. Ja. Ja, und irgendwie hat ihn das genervt, weil er hat gesagt, von einer Zweitklässlerin könne man mehr erwarten, als von einem Kindergartenkind, das gerade erst lesen und schreiben gelernt hat. Okay. Ja, und da bin ich halt sauer geworden. Okay, und was hast du? Naja, ich meinte dann nur, weil er seiner Frau versucht zu erklären, dass 5 Sekunden lang sind, muss das noch lange nicht der Wahrheit entsprechen. Mhm. Ja, und nur, weil bei ihm 5 Sekunden dafür reichen, Gott zum Weinen zu bringen, bedeutet das noch lange nicht, dass ich in der gleichen Zeit einen ganzen Satz aufschreiben kann. Dann wurde er irgendwie sauer und hat mich gefragt, was ich mir denn herausnehmen würde. Ja, und dann habe ich halt gesagt, in etwa das gleiche wie seine Frau aus der Nachttischschublade, nachdem er sich umgedreht und eingeschlafen ist. Naja, halt eine ganze Menge. Ich weiß nicht, was... Es geht noch weiter. Oh Gott. Er meinte, er weiß nicht, wann er das letzte Mal so entsetzt gewesen sei. Okay, und dann habe ich gesagt, das hat seine Frau nach der Hochzeitsnacht auch gesagt. Ich hatte einen richtigen Lauf. Naja, jedenfalls bin ich jetzt für eine Woche suspendiert. Hier ist der Brief. Das war schon. Ich lasse dich jetzt wieder arbeiten. Ich will dich ja auch nicht von der Arbeit abhalten. Warum kommst du mit sowas eigentlich immer nur, wenn dein Vater gerade noch auf der Arbeit ist? Ja, wir sind beide. Papa ist dafür nicht gemacht.